Weiß jetzt nicht, warum gerade mein Kodierer überlastet war. Aber hier sind die schönen Intro-Screens, die ich ja immer gerne aufzeichne. Und hier ist der Spielebildschirm. Was gähnst denn du? Erzähl doch Weiß mal auch nicht. was. Was soll ich denn erzählen? Keine Ahnung, was wir spielen. Wieso nimmst du schon auf? Ja? Seit wann das? Ich höre dir nur so zu, wie Seit du gerade irgendwie so eben. Einstellungen gibst. Warte auf die Einladung und du fängst das Projekt an mit: Was gänst denn du so? Oder was? Okay, rede da jetzt dabei. So, wir spielen Servus. Sacred Citadel, den, ich glaube, dritten Teil der Reihe. Der einzige Teil der Reihe, der ein 2D-Side-Scroller ist und Ey, das Koopa, stimmt. ja, irgendwie so ähnlich. Ja, die ersten zwei waren noch Top-Down-Vision. Gut, was Keine spielst Ahnung. du jetzt? Du fängst jetzt mit Jäger an. Einem Jägermeister. Ja, ich Oh glaube, das mein sollte Gott. immer mischen. Also ich möchte jetzt nicht Krieger spielen, wenn du Jäger bist. Und es wäre Willst du nicht? unfair, wenn ich mit meiner Magierin anfange, also mache ich mal Schamane. Ah ja, und dann drücke ich jetzt Enter. Vermutlich, ja. Und dann Okay. drücke ich jetzt nochmal Enter. Wir haben fünf Kapitel, das fünfte Kapitel ist ein DLC. Das Falls vierte. ihr das Spiel in einer höheren Auflösung als 1600 mal 900 spielen wollt, Oh ja. müsst ihr in euren Dokumente-Ordner, in den Ordner vor dem Spiel, und da ist so ein Konfigurationsfile. Und darin müsst ihr dann einfach eure Auflösung einstellen. Ist ein bisschen bescheuert, aber funktioniert. Ja. Ansonsten, was wollte ich sagen? Das fünfte Kapitel ist das DLC. Da stehen ja Und schon jedes Kapitel hat Informationen. Warum einen steht da Haufen schon was? Level. Ah ne, das sind glaube ich Weiß die nicht. Sachen, die man da kriegen kann, oder? Diese drei Bilder, die man da sieht. Ich weiß nicht, was siehst du eigentlich? Ich sehe Velbury, die Mine und den Monolithwald, wobei bei Siehst dem du, was ich Gestirn da unten steht. auswähle, oder kannst du das frei auswählen? Du wählst. Ich kann nicht rum. Okay, ja, du siehst ja die drei Symbole da oben, oder? Ach so. Frag mich nicht, wofür das steht. Ja, irgendwas muss es ja heißen, ne? Die Stadt brauchen wir noch nicht gehen, oder? Ach so, eine Stadt. Nö. Ich Nicht, weiß okay. nicht, was dort sein sollte. Keine Ahnung. Okay, dann habe ich hier keine Erklärung, was das ist. Ich kann mir das Profil anzeigen lassen. Okay. Wofür stehen diese? Oh, Es jetzt war gibt's eine eins. Zeit des Aufruhrs. Das Ashen-Imperium hatte sich erhoben und sein Einfluss breitete sich aus. Die königliche Familie plante die Zerstörung der Zitadelle, wo die Seraphim ihre Waffen gegen ein Leben für den Glauben eingetauscht hatten. In finsteren Laboratorien erschufen die niederträchtigen Ashen einen Befehlshaber aus ihren eigenen Reihen, den Gatebreaker, dessen einziges Ziel darin bestand, die Klostertore zu zerstören und ihre Armeen zum Sieg zu führen. Aber die Zitadelle war durch eine starke Befestigung geschützt und der Gatebreaker brauchte mehr Macht, um sie zu zerstören. So suchte er nach zwei Relikten der Macht, Artefakte mit unendlichen magischen Kräften. Er wandte sich an die Grimmok, grässliche Wesen, die denselben Laboratorien entsprungen waren. Die Kriegsfürstin der Grimmok wurde beauftragt, die Artefakte um jeden Preis zu beschaffen. Und so ließ sie ihre Truppen zum Monolithwald marschieren, wo angeblich ein Artefakt vergraben liegen würde. Nichts ahnend machte eine Gruppe Abenteurer in einer Taverne Rast, um sich von den Anstrengungen ihres letzten großen Abenteuers zu erholen. Ah ja, Genau, wir gerade fangen in der Bildschirm. Taverne an, ich erinnere mich. Mitten in der Taverne. Jetzt kommen Kobolde, Spoiler. Oder hier mich total. Ich glaube, diese Art von Typen habe ich schon mal gesehen. Garantiert, Söldner. Ja, Machst du das? es muss bei der Schlacht von Braithrock gewesen Ich sein. mach gar nichts. Es geht automatisch, okay. Die Stadt wird angegriffen! Zu den Hügeln! Lauft um euer Leben! Okay. Okay. Warte mal kurz, ich habe zwei Schwerter. Ups, ich glaube, ich habe gerade einen Trank verschwendet. Ich leuchte blau. Oh, ich kann nach hinten laufen.
Doch keine Kobolde. Angriff ist die was? Die Taste? Nein, hä? Ach so. Ich kann dir sagen, es ist das blaue X. Maus brauche ich in dem Spiel nicht. Das ist sogar gut, dass ich die Maus unsichtbar habe. Oh, was ist das Fernkampf? Oh ja, man kann ja im Vordergrund und Hintergrund ein bisschen laufen. Oh Gott. Fühlt sich wie Trine 3 an. Mesh mal. Das ist aber natürlich blöd, wenn ich auf der falschen Ebene bin. Ich glaube, ich habe schon eine Combo. Oh Gott, ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Spiel erinnern. Du bist jetzt wirklich Level 1. Komisch. Hauptmenü hat er mir Level 3 angezeigt. Schon schräg. Ah, interessant. Okay, mein Zweitangriff ist eigentlich Fernkampfangriff mit dem Stab. Aber wenn ich mit dem Erstangriff zweimal reinhau, dann wird's eine Kombi. Manchmal, keine Ahnung. Da muss ich dreimal schießen. Also ich muss 1, 2, dip. Ich glaube, es geht aber nicht dreimal. 1, 2, 3, dip. Ja, geht dann auch. Also einfach nur zweimal die eine, dann die andere. Ich bin sicher, man sieht Kombis im Menü. Wir haben volles Leben beide. Also, ja. Okay. Kann man auch normal rennen oder nur rollen? Was ist das hier denn? Aufnehmen. Ich kriege plus 7 Schaden und ein Element. Ist das bei dir auch so? Ja, von 5 auf 7 hoch und Element Feuer. Nimm's ruhig. Ich kann blocken. Kannst du auch blocken? 5 zu 5. Ach, er würde das andere Schwert replacen. Ach so, mit Q und E switche ich, welches er davon nimmt. Wieso habe ich denn zwei Waffen? Das ist seltsam. Wenn ich ESC drücke, dann steht da, glaube ich, Kombos, oder? Ja, genau. Dreimal in die Richtung ist ein Serienschlag. Einmal da ist das. Und die hier brauchen alle Stufe 2. Sprungangriff. In der Luft dreimal das, dann das. Oh, da sieht ja geil los. Oh, Doppelsprung. So. Hui! Ja, also schneller laufen, als wir schon normal laufen, geht wohl nicht. Kann ich noch mehr Umgebung zerstören? Weiß nicht, ob. Zerstör's mal wieder. Wo bin ich? Falsche Ebene. Ach ja. Wir müssen, denke ich, nicht darauf, sondern aus dem Fenster raus. Was? Okay, nee, keine Ahnung. Das ist eine komische Idee. Dann durchs Feuer. Hallo. Servus. Ich Gemetzel, wie erfrischend, wie meiner Kindheit. Merkwürdig. Hat ihr schon gefunden, meine Süßen? Noch nicht, Mama. Wird noch etwas dauern. Was dauern? Dafür habe ich keine Zeit. Brennt die Stadt nieder. Die Suche geht schneller, wenn alles niedergebrannt ist. Alles klar. Glückwunsch zum Level Up. Warte, das? Mächtiger Angriff. Oh mein Gott, okay. Wer ist denn den gemacht? Nach rechts gedrückt. Und das hat einen Balken verbraucht, wenn ich es richtig kapiert habe. Aber kann ich den Apfel nicht essen, nur weil ich voll bin? Vermutlich. Ich habe noch gar keinen Schaden erlitten, kann das sein? Kapier ich auch nicht. Ja, voll easy. Ja, es gab keinen Schwierigkeitsgrad, gell? Ausweichrolle. Oh, ach so. Also das da ist die Ausweichrolle. Die schneller vorangehen Rolle ist die Ausweichrolle. Nee, Dash gibt's ja auch noch. So. Oh, das ist sehr ungewohnt, auszuweichen. Ich habe glaube ich Schaden erlitten. Das ist schade. Ich hätte vielleicht mal eine andere Fallstrategie nehmen sollen. Es gab da auch irgendwas für ohne Schaden ein Level schaffen oder so. Es gibt gleich ein Achievement dafür, alle Level ohne zu sterben zu schaffen. Und ob es eins gibt für ohne Schaden. Ohne Schaden habe ich auch gelesen.
Ja, kann schon sein. Ich habe eins von den selteneren. War das mit allen Lendenbogensternen. Werde ich hier jetzt noch keine Probleme haben. Ich habe aber beide schon. Ich habe doch eigentlich kein Pfeillimit. Das heißt, dass ich kann einfach. Ah, du hast Brot. Stirbt! Voll verwirrt. Geld, meins. Ich hoffe, das kriegen wir beide. Aber meins! Da bist du schon, naja. Oh, schickst du mir wieder einen runter? Okay. Ja, genau, die kriegst du alle. Lasted. Das war ein bisschen heiß. Hau nicht ab. Bring die Überlebenden her. Wenn sie was wissen, kitzeln wir es aus hier. Oder Vorschlag, Mama! Oh, was ist? Kannst du scheinbar stunnen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil dann kannst du natürlich nicht anfangen. Das Level up. Ah. Oh, X und Y. Aua, ey. Ja, brennt es an. Oh, er wird dann sauer. Ach so, ich muss noch einmal an. Okay. Was sollte das denn jetzt? Was? Ich verbrenne. Ja, du bist jetzt Feuer gegangen. Chicken. Meins. Das ist doch kein Chicken. Ey, geht da nicht. Da war doch ein Buch. Der heißt der Rest. Brennt aber bestimmt genauso gut. Aua! Oh, wir sind aber schon. Alles in Ordnung? Hat das weh getan? Das ist Tor! Du lachst ja gar nicht. Er mag meine Witze nicht. Ja, Tor. Das ist im Vordergrund. Das ist so zu weit. Gibt kein Loot hier. Level verlassen. Also scroll mal bitte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das da heißt. Ist das die Bronzemedaille? Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht, aber du hast mehr Punkte als ich. Ich kann Angriff leveln, Verteidigung. Geschicklichkeit und Kraft, erhöhte Metallschaden, Wahrscheinlichkeit von kritischen, Gesundheit, erhöht Schaden! Läuft die Zeit davon, Hilfe! Die Mähne, okay. Alles klar. Ah, die Symbole sind immer noch gleich, ich dachte, da wird irgendwas passieren. Hm.
Kein Schimmer, können wir irgendwann mal googeln. Start? Fragezeichen, oder gehen wir aber weiter? Wie? Ja, Start. Okay. Das kommt doch jetzt. Wie die Stadt kommt jetzt? Die waren das, nicht nein. Das nächste Level, also... Nein, du sollst die Mine starten, das kommt jetzt. Das war nicht das, was ich dich gefragt habe, das ist ja aber schon klar. Nee, ich habe Start verstanden, nicht Stadt. Sidequest. Oh, was ist das? Kristalle? 10 Minuten. Oh, nee, danke. Es ist zeitlich begrenzt. Nein, das habe ich hier keine Lust drauf. Ja, achso, wir sind jetzt in der Stadt, Stufe denke ich schon. 6. 190. Oh. Stufe 4. Das lohnt sich Servus, aber eigentlich Mister, wer auch immer sie sind. Was ist das? Ich meine, ich habe ein bisschen mehr Geld als du, also ich könnte es mir jetzt eigentlich einfach mal gönnen. Du hast bisher noch keine Gegenstände dieser Art gelagert. Was? Dennis, wie öffne ich mein Inventar? Ausrüstung wechseln. Oh, was für ein Inventar? Ja, es gibt eins. Ich habe keine zwei. Ahnung, vielleicht der Typ hier? Nö, ich hab keine Ahnung, der sagt dir was von Ausrüstung wechseln oder sagt er, ich habe keine Gegenstände gelagert. Oh. Ich habe hier ein irgendwas. Bitte versammle deine Gruppe. Dann reden wir was Ja, was ist der Typ hier? Jetzt bin ich verwirrt. Was denn? Ich habe eins meiner Schwerter ausgetauscht, siehst du das? Ja, du hast ein Schwert und ein Ding jetzt, genauso wie ich. Und irgendwas auf dem Rücken. Okay, ja, weiß auch nicht, was das ist. Bin Schamane, Wette? Was ist das? Ah, jetzt wissen wir, was die Symbole bedeuten. Zeitpunkte. Mach das Level ohne zu sterben. Und dann kriegst du Kohle, wenn du es schaffst. Ja, aber hä, wir müssen ja dafür zahlen. Ich verstehe das gerade nicht. Na, das ist eine Wette. Ja, ist das dann scheißegal, in welchem Level oder wie? Du setzt deinen Einsatz und wenn du es nicht hinkriegst, verlierst du es. Ja, scheint egal zu sein. Aber vielleicht geht es nur einmal das pro Level. Ich verstehe das nicht. Vermutlich. Achso, ich habe gar keine Rüstung. Null. Ich habe null Verteidigung. Sollte ich mir die jetzt einfach kaufen? Also ich habe auch nichts. Ich kann mir auch gar nichts kaufen. Weil die alle ich kann es mir leisten. Ich habe es mir jetzt gegönnt. Gesundheit. Wut. Wer will denn Wut haben? Kraft. Fitness und Pfeil. Ja, Start Ende. Wieder im Menü, würde ich sagen. Start verlassen Pfeil, wie es ausschaut. Hä? Ich hab doch okay gedrückt, glaub, passiert nichts. Okay. Hä? Abbrechen? Nein. Was muss ich drücken? Weiß ich nicht, ich kann nichts tun. Ich muss mit Enter okay drücken, weil es mit der Maus nicht geht. Das ist seltsam, aber okay. Kein Mausspiel, so viel ist klar. Aber hier kann ich trotzdem so rumscrollen. Also gut, machen wir doch. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man keinerlei, in keinster Hinsicht angezeigt bekommt, dass man das Level hier geschafft hat und mit wen und sowas. Hä? Einfach nix da. Also, ja, ich meine, da ist dieses Mod-Symbol jetzt rechts von den anderen drei. Wo denn? Siehst du das nicht? Wo ist ein Symbol? Ich sehe kein Symbol außer die drei, die da sowieso schon waren. Okay, bei mir ist da eins. Das war das gleiche, das beim Levelende angezeigt wurde. Da war ein Symbol? Also dieses Ding. Nee, das ist hier nicht da. Weiß auch nicht. Sehr interessant. Kriegst nur du anscheinend. Frag mich nicht, wofür das steht. Vielleicht ist es ja außerhalb des Bildschirms in 4K, wer weiß. Also ich würde sagen, wir können uns ziemlich einfach merken, mit welchem Charakter wir schon durchgespielt haben und welchen nicht. Aber, ja. Naja. Wir schreiben es einfach in Discord. Ey, wir kriegen ja eh ein Achievement, wenn wir durchgespielt haben mit einem Charakter. Ach so, gab's für jeden eins. Sehr nice, sehr gut. Du hast dir echt nichts angeschaut, kann das sein? Nö, ich hab das Spiel vor 10 Jahren mal ausgepackt und seitdem warte ich drauf, dass wir es zusammen spielen. Ja gut, ich würde da mal sagen, es geht weiter im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss, Sikowski.